Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Fez. Und ja, wir sind in diesem leeren Raum hier immer noch, wo wir in der letzten Folge schon waren. Und hier ist einfach nichts. Vielleicht entdecken wir irgendwas nachher im neuen New Game Modus. Also wenn wir die Ego-Sicht haben. Das ist ja das, was ich über den QR-Code rausbekommen habe. Ansonsten aber nichts davon. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir als nächstes lang gehen. Wir sind jetzt immer noch wieder in dem Hub hier. Komm da in die Welt der Türen. Das hier ist die Stadt, die... Das heißt unsere Stadt auf jeden Fall. Da fehlt uns nur noch eine Tür. Ja, okay. Wir könnten jetzt zurückgehen in die Stadt und uns da noch mal umsehen, damit wir hier in der Stadt alles abgeschlossen haben. Dazu müssen wir ja nur hier durch. Hier runter. Nein. Nein. Das ist die fremde Stadt. Das müsste unsere Stadt sein, genau. Ja, das ist auf jeden Fall der Weg zu unserer Stadt. Müssen wir da runterfallen? Hopp. Hops, hops, hops und hops und hopp. Und hier rüber. Und den restlichen Weg klettern und springen. Ach, das war knapp. Okay. Und damit sind wir wieder in unserer Stadt. So, dann gucken wir mal. Wir haben... ein Raum, in dem wir noch nicht waren, und zwei Räume, in denen noch was ist. Mal gucken, ob wir jetzt mit unserem neuen Wissen erfahren. Den Raum haben wir, glaube ich, schon abgeschlossen. Das ist das Klassenzimmer, gell? Nein, das ist Jesus zu Hause. Okay. Den Raum haben wir abgeschlossen. Den da, genau. Hier ist der große Heizkessel. Und hier sind... oh, seht ihr das? Hier sind wieder Tetris-Blöcke. Aufgereiht. Also Nummer 1, Nummer 2, 3, sogar... also durchnummeriert sogar. Hier ist der erste. Also nach oben. Okay, das da ist dann 6 und das 5, wenn ich das richtig sehe. Okay, lass mich das mal schnell aufschreiben. Also Nummer 1 ist nach oben. Wo ist Nummer 2? Nummer 2 ist D drücken. Nummer 3 ist nach links. Nummer 4 ist springen. Nummer 5 war hier ist nach rechts. Und Nummer 6 hatten wir hier. Ja genau, das müsste eine 6 sein. Ist A drücken. Okay, das ist eine kurze Reihenfolge, aber das müsste dann so richtig sein. Hoffen wir es mal. Also hoch, D, rechts, links, Sprung, rechts, A. Okay, haben wir hier noch irgendwo... ah ja, da haben wir noch einen übersehen. Das müsste dann der letzte sein, der hier, also noch nach unten. Okay, dann wollen wir noch mal von vorne. Hoch, D, links, Sprung, rechts, A, runter.
Nö. Aber das müssten alle gewesen sein. Weil hier hinter dem Dinger scheint keiner mehr zu sein. Ach nee, ich sehe es gerade. Obwohl, nee, das ist... Ja, das ist richtig. Das da ist dann 4, ja. Das ist 1. 2 ist D, ja. 6, jupp. Was ist mit dem hier oben? Nee, das gehört nicht dazu. Hier sind keine mehr sonst. Und da ist nur noch das da. Muss ich das vielleicht alles auf dem Tisch nochmal ausführen? Also, nach oben D, links springen, rechts A, runter. Nö. Okay. 4 ist auf jeden Fall springen. Ja, die stimmen schon so alle. Das hier müsste 5 sein, ja. Okay, gucken wir uns noch mal in dem anderen Raum um. Und zwar beim Bürgermeister. Ja, genau, das ist der Raum hier. Da ist auf jeden Fall die Eule. Hey, da sind welche mit Fäßen. Und zwar 8 Stück an der Zahl. Und die meisten Kombinationen, die wir hier haben, haben auch 8 Kombinationsdinger. Okay, dann werde ich mir mal die Kombination aufschreiben. Das müsste. Ich nehme mal an, dass das hier die Hüte die Drehrichtung bedeuten sollen. Und nicht die Geh nach links und rechts Richtung. Sonst wäre das nämlich. Rechts, 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 links, rechts, links, 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 rechts. Nein, ist es nicht. Also müsste das dann sein D, D. Also D, D. Dann einmal A. Dann nochmal D. Dann wieder A. Dann nochmal A, drittes Mal A und dann D. Versuchen wir mal anhand des Bildes da. Ich würde mal nämlich tippen, das ist das Einzige, was mir hier etwas seltsam vorkommt. Weil das ja auch diese Großköpfigen sind, nicht so wie die hier. Okay, dann versuchen wir es mal. D, D, A, D, A, 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 D. Tatsache. Okay, 32 Würfel. Du hast es geschafft. Jetzt kannst du die Tür in der alten Stadt öffnen. Da wollen wir aber noch nicht hin. Wir wollen erstmal wieder hier hoch. Weil jetzt wissen wir definitiv, dass uns noch ein Symbol fehlt hier. Und zwar Nummer 8, wenn es immer 8 Symbole hat. Hier hinter ist keins versteckt. Das habe ich jetzt super hingekriegt. Nö. Das da, können wir damit was anfangen? Auch nicht so wirklich, wie ich mir das so ansehe. Wo hat sich Symbol Nummer 8 versteckt? Da auch nirgends, ne?
Im Ofen wahrscheinlich drin auch nicht. Gut, dann müssen wir uns hier wahrscheinlich auch mal mit dem First-Person-Dinger umsehen. Aber jetzt möchte ich gerne noch den letzten Raum finden. Ah, ging schnell. Okay, hier ist nichts drin. Dann will ich mich wirklich noch mal in allen Räumen umgucken, ob da nicht irgendwo doch noch die Lösung für das Rätsel da hängt. Also nee, bei mir nicht, weil also in Gommes Haus nicht. Und beim Bürgermeister wahrscheinlich auch nicht. Ich will hier hoch, bitte. Danke. Hier drin vielleicht. Nö, beim Gießer sehe ich auch nichts. Im Klassenzimmer vielleicht. Nö, da ist nur die Super Evolution und das mit den Blöcken. Also nö. Definitiv, nö. Der letzte Raum ist dann was fürs New Game Plus. Und abwärts. Und runter. So. So, dann würde ich sagen, geht's jetzt wieder zurück. In die große weite Welt, weil uns fehlen immer noch 12 gelbe Blöcke. Und ja, ich werde im Let's Play hier jetzt die wenigstens die gelben Blöcke noch einsammeln, alle im Let's Clear dann später, dass ich irgendwann dranhängen werde, einfach ans Let's Play werde ich gucken, dass ich die anderen Secrets noch kriege. So, hier durch. Hoch, hoch, hoch. Lila Himbeersaft. So. Oh, wie geht's halt dahin? Ah ja, cool. Hier gibt's auf jeden Fall noch eine Truhe. Mal kurz gucken, ob es zu der Gegend eine Karte gibt, weil wir haben ja die Karte hier noch gefunden. Aber schaute nicht so aus. Also gucken wir mal, ob wir die Truhe hier irgendwo finden. Boah. Nö, also hier ist schon mal keine Truhe. Und hier ist einfach bloß die Tür. Die uns übrigens zurück dahin führt. Oh, da können wir auch mal lang gehen. Den letzten Raum hier noch finden. Überlebe ich das? Ja. Und da unten ist er ja auch schon, der letzte Raum. Wir haben ja hier das Wasser abgelassen. Eine Eule, an der wir nichts machen können. Nicht mal drauf hüpfen können wir auf sie.
Wir können nur in der Himbeerbrause schwimmen. Nö, also was wir mit der Eule hier anfangen sollen. Außer sie vielleicht lang genug anstarren, aber ansonsten fällt mir nichts ein. Tetris Zeichen sind hier hinten in der Wand, aber das war's auch schon. Okay, dann muss das hier wohl auch warten. Gut, dann mache ich hier erst einmal wieder einen Cut. Bis nachher zusammen.